Chanson des Monats. Bei Corso. Chanson des Monats. Kultur nach drei. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Happy Girl? Ist es schon wieder so weit? Es ist Februar. Dazu sage ich lieber nichts. Über Religion sage ich lieber nichts. Da kriegt man nur auf die Nase, das geht ganz fix. Wenn ich über den Propheten irgendeine Iselei dich, zack, ist wer beleidigt. Über Religion sag ich lieber nix, da schadet der Karriere, das geht ganz fix. Und man gerät in ein Gewirr von Drähten mit katholischen Rundfunkräten. Und es geht ein Aufatmen durch die Redaktion. Keine Angst, ich schreibe kein Chanson über Religion. Nee, ich lass das lieber sein mit der Kardinal-Meißner-Karikatur und übe mich in vorauseilender Selbstzensur. Über Rainer Brüderle sag ich nix, nicht in Gegenwart von Frauen, das geht ganz fix. Ein kleiner Gag, schon steht man in der Ecke der alten Macho-Säcke. Auch über Netanyahu sag ich nix, als Deutscher schon gar nicht, das geht ganz fix. Was man von sich selber nie gedacht hat, ehe man sich's versieht, ist man Antisemit? Hä? Und wer will schon ein alter Sack und Antisemit sein? Darum lässt man sich am besten gar nicht auf solche Themen ein. Denn auch Hamas und Abbas verstehen nicht wirklich Spaß. Och, ich lass das mit der Parodie über das Pulverfass. Auch über die Hells Angels sag ich nix, also nicht mit vollem Namen, das geht ganz fix, dass ein Pulk von Bikern um die Ecke biegt und man plötzlich Besuch kriegt. Über die Piraten sag ich nix, schon gar nicht im Netz, das geht ganz fix, dass ein Schwarm von Schwarmintellektuellen einem die Lust an der Debatte vergällen. Und meine GEMA-Mitgliedschaft tue ich unter den Tisch. Tralala. Nein, ich denke völlig unkommerziell. Ich denke rein künstlerisch. Ich singe lieber übers Wetter, über Regen, Schnee und Blitzeis. Und ich reg mich wahnsinnig auf über den Grimme-Preis. Also, dass die das Dschungelcamp nominiert haben, ist doch wirklich das Letzte. Die Sendung ist doch mal wirklich von vorne bis hinten Mist, Mist, Mist. Und ich kann das beurteilen, ich habe jede Folge gesehen. Also wirklich, der Grimme-Preis ist bei mir unten durch.